Der Graveyard Keeper mal wieder, hm? Vielen Dank, dass du Stranger Thraithasynth gekauft hast. Wir hoffen, dir gefällt die neue Geschichte und deine neue Taverne. Ja, das kennen wir ja schon. Gibt's eigentlich noch was anderes? Wir haben Breaking Dead. Graveyard Keeper, Breaking Dead. And Stranger of Sins and Game of Crown. Spielen. Also da wird es uns schon echt geil gehen. Wir wollen neu anfangen. Ich habe extra den alten gelöscht. Oh, ich habe mir irgendwie Nerv eingeklemmt vorhin gerade. Ich habe mich mit meinem Greenscreen geprügelt. Da ist nicht so ein Plastikding in der Vorhangschiene kaputt gegangen. Eins. Ein ganz normaler Tag. Unser Held macht sich auf den Weg nach Hause. Sogar im tristen Alltag gibt es Platz für Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, den du vermisst. Da ist er platt. Was ist das? Was ist passiert? Wo sind alle? Also, was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich mal Gary suchen. Okay, erstmal looten. Wir können kochen. Bärensaft ist lecker, habe ich gehört. Okay, wir können auch in den Keller gehen. Die Luke ist gerade verschlossen. Gary, bist du da drin? F? Achso, weil er unten hingeht. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Du bist Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt, ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du all meine Fragen beantworten würdest. Gut, aber lass dich zuerst fragen, wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Die Stimme lässt mir wirklich... Egal. Alles ist so merkwürdig. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und ein Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Es könnte gefährlich sein. Ja. Ich habe eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich, wie habe ich eine Stimme jetzt gemacht? Du kannst mich verstellen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin die billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich das Kapitalschwein arbeiten, dem es gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag und eine Miezekatze, die vorbeiläuft. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt nicht, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als ob würde er mich nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bring dir eine neue. Was für ein seltsames Land. Hey, stopp, du nimmst die Leiche mit. Oh Gott, die Stimme wieder. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin sicher, das macht Spaß. Es könnte profitabel sein. Gott, ich glaube, mir wird schlecht.
Los geht's! Benutze E, um einen Gegenstand. Ja, ich... So, das ist das Tutoriale. Schat, ich mag diesen Ort. Ich fühle mich wie ganz zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch von Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau. Das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel mit Gestechter schon bin? Es ist richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen Bier eintauschen. Blabbernde Schädel lügen nie. Und dann bring dir das Bier. Du hast neue Technologien freigeschaltet. Blaupause Vorbereitungsplatz. Blaupause Pritsche. Entfernen Fleisch. Autopsie. Ja, dann entfernen wir mal das Fleisch. Duck, 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 duck. Kurz arbeiten. Du hast neue Technologie freigeschaltet. Einen Burger aus Menschenfleisch. Ein Sandwich mit extra Mensch und gebratenes Menschenfleisch. Das ist ja widerlich! Du gewöhnst dich schon dran. Also was soll ich an meiner Leiche machen? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Nimm die Leiche. Ich warte auf den Friedhof und dich. Leiche nehmen. Oh mein Gott, ist das nebelig geworden. Können wir sie nicht einfach verrotten lassen? Ah ja, der Friedhof. Hallo, Gary. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch. Okay, wir gehen an den Planungstisch. Wir haben eine rustige Schaufel bekommen. Eine Grabstätte, bitte. Putz. Tschup, 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 tschup. Warte mal, was haben wir da? Holzreparaturwerkzeug, Steinreparaturwerkzeug, rostige Axt. Natürlich nehme ich das Werkzeug erst einmal mit. Wie war nochmal unser Inventar? So, genau. Bestatten. Block, 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 Erde drauf. Bestattungsurkunde. Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde, ich erinnere mich dran. Geld, Alkohol. Alkohol, ich glaube, ich mochte ich früher sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Oh Gott, wie mache ich die Stimme vom Bischof? Wie mache ich die Stimme vom Bischof? Oh, oh, ich weiß. Frage ihn nach der Bestattungsurkunde. Er soll dir wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Oh, ich bin so müde. Warum muss ich jede Woche hierher kommen? Ach ja, je, der neue Friedhofswärter. Wir warten schon seit 30 Jahren auf ihn, aber er tut so, als ob es als sei alles in Ordnung. Ich sag dir das nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Holzmarkierung. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht hast, hast du dir dann eine Beförderung reichlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer. Und ich bin ein guter Menschenkenner. Ich bin in allem gut, deswegen werde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in der Truhe aufbewahrt. Du solltest mal reinschauen. Ich komme nächste Woche wieder. Um genau zu sehen, komme ich jeden... Lila Sonne. Vielleicht träume ich. Nicht. Habe ich was Falsches gegessen? Oh, erwartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hier hin? Das ist meine Pflicht. Und das ist der unangenehme Teil einer alten Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Ich habe eine Frage.
Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in deiner Dorftaverne gegen Geld austauschen. Neue Aufgabe. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich muss... Jetzt ist mal genug hier. Ich muss hier mal weitermachen. Lache. Gräber reparieren. Gut. Gespräch beenden. Wir haben Reparatursitz und Steinvorrat. Und wir kriegen hier jetzt auch nach und nach Technologien. Wir haben noch nichts. So, wir nehmen das die mal mit. Minus 1. Warte mal. Charakter, wie war denn das? Achso. Wir haben minus 29 Punkte auf unserem Friedhof. Das ist ja schon mal sehr gut, hä? Er ist so hässlich, dass er sich selbst ins Minus rutscht. Jetzt kriegen wir aber hin, so nach und nach. Also ich würde jetzt tatsächlich einfach mal hier ein bisschen am Friedhof anfangen. Wir haben sehr viel zu tun. Aber tatsächlich würde ich jetzt einfach halt mal als erstes wirklich mit dem Friedhof anfangen. So. Grabstein. Grab reparieren. Ich habe eine Nachricht. Zwei Nachrichten. So, plus 1. Grab. Grabstein reparieren. Warte mal. Da, die steinerne Grabumrandung, die müssen wir auch mal reparieren. Da wird es vielleicht ein bisschen hübscher. Zack. Guck mal. Schau mal, wie schön das Grab jetzt ist. Holzerne Grabumrandung. Ein bisschen können wir ja machen. Leider nicht so viel reparieren. Aber ein bisschen geht. Holzkreuz. Batz. Reparieren. Ich hätte das jetzt mal als erstes als unsere Hauptaufgabe, drei Nachrichten, gemacht. Vier Nachrichten. Ich schau gleich mal. Okay, da haben wir nichts mehr. Was haben wir noch? Was haben wir im Inventar noch? Wir haben nichts mehr. Okay, wir haben nichts mehr im Inventar. Also würde ich erstmal schauen, wir haben zu viele Minuspunkte gerade, dass es sich wirklich lohnt. Großartig viel zu machen. Wir müssen auch dann erstmal gucken, in welche Richtung wir gehen. Ich frage mich gerade, ist das jetzt nur unser Friedhof? Ja, gell? Untersuchen, lesen. Gesperrt bei Fragen den Inquisitor kontaktieren. Das ist der königliche Dienst, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Gut. Wir haben nur noch minus 10 Punkte. Das ist doch schon mal ganz gut, oder? Wir sind aber auch müde und wir sollen in die Stadt. Ich glaube, es wird aber gerade dunkel, deswegen werden wir das nicht mehr schaffen. Deswegen würde ich einfach mal unseren Hof hier ein bisschen aufräumen, noch mit der letzten Energie, die wir haben. Viel haben wir auch nicht mehr. Einfach um schon ein paar Punkte noch zu bekommen und jetzt sollten wir mal schlafen gehen. Wir können hier nach und nach Zeug auf dem Hof bauen. Hier ein Platz für Steine. Ein Platz für Holzscheite. Planungstisch. Da, Holzkisten, Holzstapel, Hof vergrößern, Steinvorrat. Das geht, das kommt alles. Fertigen, wähle eine Ressource. Da können wir dann hier unser Zeug reparieren. Da brauchen wir aber so einen Schleifstein für. Den haben wir nicht. Jetzt sollten wir erstmal schlafen gehen. Okay, 5 Nachrichten. Jetzt gucke ich mal. Ich setze mich jetzt hin. Ich bin überfordert. Wartet auf Crox, bevor sie das falsch installiert. Streame. Bisschen schlecht. Warte mal, ich helfe mal kurz. Reaper Plugin. Ich helfe mal kurz. Also, ups, alles gut, alles gut. 64 Bit. Ich würde mal sagen, nimm das zweite. Chip. Jo, wir machen weiter. Mal kurz geschaut. So. Ich
Ich fühle mich so erfrischend. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer ich bin? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Ich bin schon. Ich bin hier schon, wie lange? Noch gleich, Ich bin Jorik. Ich bin so einsam. Armer Kerl, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Ich muss den Weinerlicher hinkriegen. Warte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben hier einen neuen, echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kennst du ihn? Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Gary hat mich hierher geschickt, du bist Jorik und Gary. Und er ist Gary. Lustig. Ah, der halbtote Schädel, dieser neidische Bastard. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Hä? Warte mal. Ach, jetzt habe ich Story verpasst. Egal, nicht schlimm. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Er kann dir sogar eine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe. Also, als ich noch lebte. Exhumierungserlaubnis. Okay. Wir haben die neue Mission. Oder wir haben an sich Missionchen. Doch. Auch drin. Ich hab's ja auch drin. Das sind Reaver-Plugins. Warte mal. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich habe ja erst 15 Minuten hier. Das ist ja nicht schlimm. Dann schmeißen wir den Stream nochmal später nochmal neu an. Sophie ist ja gerade gar nicht da. Ich helf ihr mal kurz. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Wir sind gleich wieder da. Also für die Aufnahme wird sich nichts ändern.